Olympics. Volle Kraft voraus! Ja, und genauso sieht es mal aus, denn das weltgrößte Schulturnier macht wieder Halt in Deutschlands pulsierendster Metropole. In den vergangenen Jahren hat sich der Wettbewerb immer mehr zum spektakulären und hochemotionalen Wettkampf entwickelt und lässt auch bei der 91. Ausgabe die Herzen der Kinder in Sachen Vorfreude höher schlagen. Schon gigantisch. Allein wenn man hier in diesen Hauptbahnhof reinkommt, der ist ja schon riesig. Man ist einfach nur aufgeregt. Also ich bin schon Tage vorher aufgeregt und man weiß halt auch nicht, wie das hier alles so abläuft. Und man ist das erste Mal hier und deswegen ist es schon ganz spannend. Ja, man freut sich einfach riesig auf das Turnier, weil man immer ganz viel Spaß hat und machen auch mal einen Tag einfach alleine in Berlin verbringen kann und so. Deswegen. Ich freue mich sehr, halt in Berlin auch dabei zu sein, auch da zu spielen. Und ja, hoffentlich werden wir nicht Letzter, was ich auch bezweifle. Klar, die freuen sich natürlich alle. Das ist selbst für unsere Kaderspieler immer was Besonderes, auch hier zu sein. Und von daher, also die Vorfreude ist riesig. Music is my best friend. Der Wettbewerb, der im Frühjahr und Herbst regelmäßig in Berlin stattfindet, ist mittlerweile die große Hausnummer, wenn es um den Nachwuchssport geht. Kein Wunder also, dass die Deutsche Bahn als einer der größten Arbeitgeber gerne unterstützt. Das ist tatsächlich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Aber die Kollegen von DB Klassenfahrten, die das hauptsächlich organisieren, machen da einen ganz, ganz tollen Job und bereiten sich da wochenlang drauf vor. Die Organisation wird schon Monate im Voraus geplant und wir sind immer wieder froh, wenn wir es geschafft haben, natürlich. Nur zum Vergleich, bei den Olympischen Spielen in Sotschi waren es fast identisch viele Teilnehmer. Demnach kann sich jeder vorstellen, was für eine Arbeit die Verantwortlichen vor Ort bewältigen. Ich bin froh, dass alle so beitragen, die Sponsoren, die Deutsche Schulsportstiftung, das Land Berlin und das Bundesministerium des Inneren, die sich ja um diese Dinge intensiv kümmern. Und ich glaube, dann ist auch der Wettbewerb, eben der Nachwuchssportbewerb, der in die Zukunft blicken lässt und der uns auch hofft, dass Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics nicht nur im Namen steht, sondern sich daraus auch Entwicklungen entstehen. Aufgeben oder zusammenbrechen wird dann in den nächsten Tagen nicht drin sein. Die 360 besten Schulmannschaften aus ganz Deutschland werden in den olympischen Sportarten wie Badminton, Volleyball oder Tischtennis alles geben, um ganz vorne mit dabei zu sein. Genau wie die Tischtennismädchen aus Rheinland-Pfalz. Doch bevor alles losgehen kann, heißt es erstmal Sachen schnappen und einchecken. Denn Berlin hat doch so einiges zu bieten. Wir hatten überlegt, uns ein Musical anzugucken, weil wir wollten dann auch vielleicht dann nochmal so größere Sehenswürdigkeiten nochmal angucken, auch wenn wir die vielleicht schon mal angeguckt haben, weil es ist ja einfach nach Berlin zu fahren, das kann man ja nicht einfach so mal machen. Ist halt was Besonderes. Wir werden dann in den nächsten Tagen natürlich wieder tagesaktuell für euch berichten. Klickt einfach immer fleißig rein, ob auf unserer Internetseite, Facebook oder Twitter. Wir sind für euch dabei. Bis dahin bleibt sportlich und drückt die Daumen für 3 Tage beste Sportunterhaltung. 3, 2,